Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jeanette und ich freue mich ganz riesig, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Mit der Fahrzeugparade kommen wir heute zum dritten und letzten Teil des 23. Ostblock-Fahrzeugtreffens in Büdnitz. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Der 50er sieht, und zwar jetzt der mit der roten Rundung leuchte. Das war tatsächlich so üblich, wenn man eine Kolonnenfahrt gemacht hat. Rote Rundum leuchtet, so wurde teilweise in Berlin gefahren. Ja, dann haben wir hier wie gesagt Mietrecher, gefolgt von einem Schottlinger, E308. Dann haben wir den T174-1. Ja, die Zweier hat ja die Stützen noch, ne? Der Zweier hat nachher die Abstützung. 82er Belarus hier in der roten Farbe von Fischleiner durch in der blauen. Die blauen waren ja eigentlich mehr fürs Inland. Wir hatten ja so ein MTS 52. Wir haben dazu da Mietenwolf. Hier wird er manchmal auch für andere Sachen verwendet, habe ich schon gesehen. Aber eigentlich. So ist er, Werner. Der Bauer hat meine Hände neu, mein Lieber. Oh, sehr gut. Oh. Hey, das war so mehr Baubrigade, glaube ich. Der wird zum Beispiel gelenkt, indem er vorne der Fahrzeugführer, wer es jetzt nicht sehen kann, der hat kein Lenkrad, sondern eine Gewichtsplatte gelagert und demzufolge fährt. Die gab es auch als Elektrobasis, die sind hauptsächlich im Kieleverkehr vom Paradeplatz gesehen. Und du bist der Einzige, der es wirklich am Angst hat dafür. Weißt du nicht? Also, Weiterentwicklung von der Dreikantpfeile. Ja. Das ist einfach nur ein Baufahrzeug. Das andere Hersteller, alles andere. Ja, kleine Mehrzweckfahrzeuge. Nee. Das ist ein schuppiges Krabbeltier. Man hat ja nicht umsonst gesagt, der Modica ist der Unimog des Ostens. Ein riesen Applaus, meine Damen und Herren. Das hier sind die beiden, die diesen Platz vom Acktraufen retten. Also ein absolut super. Das sieht toll aus. Wir müssen Henna Olo, muss ihm sagen, hat er da gut gemacht. Unser Henna ist ja immer der das alles zusammenstellt, der das auf der Walde praktisch. Ja. Genau, also wir haben jetzt erstmal fast eine ganze Reihe, aber wir fangen halt mit der letzten Produktion des Lkw-Baus hier in der DDR an. Bis sie über 20.000 Fahrzeuge sind von der Entwicklung in Betrieb gehen sollte. Tatsächlich wurde aber parallel noch weitergebaut. Okay. Und war für unsere Zwecke in der DDR natürlich schon cool. Ja? Mit B50 war es ja doch immer beladen mit Angelassi, glaube ich, oben irgendwie. Ab dem ersten nachher. Aber es war natürlich auch schon sehr bequem gegenüber 303. Ne? Ja, wenn wir links Belarus wird noch weiter gebaut, das wollen wir in die Produktion. Belarus braucht noch weiter, ja, das klar. Ja, aber ein schönes Fahrzeug. Hey, Franz! Genau, mit dem Volga 24813. Ich glaube, so einen hattest du auch irgendwie, ne? So richtig zum Fahren, so, zur Arbeit und zurück und sowas alles. Also auch, ich habe jetzt was mit Franz gesagt, 145, den kann ich Ihnen jetzt zweimal in den Mut erlassen. Ja. Der meinte aber, man kann es nicht. Ja. Passt. So, mit 1000 Ladern wieder und so. Oh, hier da unten. Bravo. Sitze, Benzinmotor, 20 Kilometer.
Partner, der hier im Bus sitzt, das Ganze sind wir hier, Kaufmann hier, am Kundmann da. Alex ist einer, der den Bereich, der den ganzen Sportbereich geleitet hat. Mittlerweile haben wir 50 Runden gearbeitet. Das gesamte Team um den Alexander zusammen. Natürlich, Kalk ist dabei und so weiter und so fort. Das ist Jürgen. Oh, das ganz Interessante daran ist, davon hier im Museumsbetrieb tatsächlich selber fahren kann. Ich glaube einmalig. Also ich weiß nicht, ob man noch in Deutschland Igarus selber fahren kann. Belehren Sie uns gerne, wenn Sie kennen, wo man einen Icarus Gelenkbus selber steuern und fahren kann, dann sehr gerne. Also wer möchte, kann auch tatsächlich sich in das Lenkrad eines Icarus-Busses hier setzen, zum normalen Museumsbetrieb. Okay. Jetzt ist es auch nochmal ein schönes Fahrzeug. Aber jetzt kann man das ja nicht, wenn du willst. Ja, mitfahren, ne? Das geht. So, nur nochmal ganz kurz hier vorne, der Bagers, der Kastenwagen. Das ist auch eine ganz normale Ausführung, die wir für alles gab. Die gab es als Kühlfahrzeuge, die gab es für den Knast, als Knastfahrzeuge. Ja. Also das war alles für ja, auch bei der Post. Bei der Post gab es hier, genau. Ein wunderschöner G5. Ich muss gestehen, genau. Dass ich das auch noch anderen erzählen, die besser finde wie vorne. Bestimmt kein Benzingeld mehr, oder was? Ja, ja, genau. Der also, P3 hinten noch Anhänger. Das sind Sie wieder. Ich grüße euch wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid. Ja, toll. Hendrik musste ja unbedingt nach England fahren. Ja, das ist ja. Ja, jawohl. Und hier auch ein wunderschönes Fahrzeug, auch genannt der Pümmel. Pümmel, und der alte Hartmut ist ja, die waren ja auch im Straßenbild, ne? Die 7-Tonner Kinder, die waren ja auch jeden Tag zu sehen. Ja, wenn der Nachbarschaft ja, reingehabt, der hat den jeden früh eine Stunde laufen lassen, erst mal, bevor er losgefahren ist. Ja, dann kommen die erste Kettenfahrzeuge, dann hat der LW, Der verrückte, selbstverständlich. Ja, also nicht nur ein MTLB nochmal als Zugmittel für Artillerie und ähnliches, dann auch auf MTLB und der wird dann aufgebaut hier auf dem zweiten MTLB, das war eine Artillerie. Messstation. Dahinter haben wir die Schilka als Flugabwehr. Öl gekühlt. Damit. Ja, also das ist schon. Das ist schon echt. Damit haben wir natürlich. Und danach möchte ich wirklich darauf hinweisen, meine Damen und Herren, werte Frauen, schützen Sie Ihre Männer vor der Idee, halt mal mein Bier. Ja, weil das beste Mal mein Bier. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, als das kann passieren, ne? Ja. So, hier, Rückenlegegerät. 60 sehen wir heute auch nochmal in Aktion. Ja, heute Abend, genau. Also wer das mal sehen möchte, live, ja, wie diese Brücke entsteht, einfach hier für uns mal rein. 14 Uhr. So, jetzt wird er ganz schön klein rein. Oder kommt er zu uns? Der kommt zu uns. So, rein, ich gebe mir mal mein Mikrofon. So, mein Freund. Also, ich habe dich gesehen, weil du musst ja für die lieben geworden Warnung für alle Frauen, die Männer alleine in der Garage lassen, oder? Genau so sieht's aus. Über den Flaschen. Naja, also, wir wissen ja, wie das immer ist. Der Fahrer darf ja auch nicht verdursten. Genau. Da wir in der Karre auch immer die Beine abbrennen, muss ich immer auch ordentlich Flüssigkeit machen. Aber was ist für ein Modus? Danke!
Okay. So. Hätte es die gekürzte Hauskreisanlage? Ja, schon mal gucken. Das ist ein Potenzial, anstatt über das Planeten getrieben wird, weil das nicht schwer und. So, wie lange bauen? 2,5 Jahre. Ist da irgendwas, wie ihr Kern hat? Nein, alles klar. Dafür entschuldigst du dich auch. Ja, hört sich nicht. Ja, das ist ja nicht. Aber meine Nachbarn finden das besser. Ja, na gut, deine Nachbarn schon. Ja, ja, ja. Kannst du eine Kältspur nehmen, wenn du dich schlecht verheimlichst? So, nächste Frage. Alleine gemacht? Ja. Na, wirklich? Alleine, ja, in eine 4x6 Meter Garage. Du bist doch mit ärztlichem Behandlung? Nee, das ist aber er war nicht gerade beim Garten. Eine Frage habe ich natürlich immer. Wozu brauchst du das? Also angeln gehen tust du nicht damit. Aber was machst du, wenn du zu Hause kommst? Hier stehst du mit dem Garten, oder? Dann werde ich jetzt zu Hause kommen, dann bin ich vorgegangen und ich mache eben mit dem Rhein. Ist das gut aus? Weil er braucht ja das nächste Auto. Hast du gerade richtig gemacht? Ja, neue Plätze ist gut. Also, vielen Dank, wirklich, alles gut. Übrigens auch für die Menschen, die jetzt sagen, ja, nein, die Jungs haben genug gute und zuversichtliche Bild, um hier bei uns teilnehmen zu können. Also, das ist halt dafür immer noch meine Damen, meine Herren, meine Väter, meine Müllfahrzeuge an. So werden sie nie Geld haben für Alkohol und Brot. Richtig? Ich danke dir sehr. Genau. Viel Spaß auf dem Weg. Das ist gut. Und es ist auch tatsächlich so zu erkennen, dass T34 da schon drin, ne? So, also es war jetzt nicht wirklich hier, da hat er Wasser reingemacht. Ne? Das war nur mein Alter bei dir. Ja, das war, genau. Ne? Wirklich. Aber muss man auch wieder feststellen, nur mit dem Alter. Sogar eine Nebelanlage. Nebelanlage allgemein. Ganz normal. Schnell das Haus. Gut hingekriegt, den VP. Genau. Ja, geil. Ja, haben wir dieses Jahr ausgeschaltet. Ah, okay. Weil dann Richard war Moderator. Jedes fünfte Fahrzeug wird angehalten. Bis hierher. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte den Daumen oben. Abonniert gerne meinen Kanal, es kostet euch nichts und ihr verpasst keins meiner nächsten Videos. Was liegt eigentlich in der nächsten Zeit so an? Also Urlaub habe ich keinen geplant, denn jedes Wochenende finden Treffen statt, an denen ich gerne für euch teilnehmen möchte. Ja, und letztendlich hatte ich jetzt ja hier auch einige Tage Urlaub. Gut, die ersten Tage war es regnerisch gewesen und richtig nasskalt. Aber jetzt, wo ich die Videos bearbeite, richtig hochsommerlich warm. Aber in freier Natur macht das Arbeiten natürlich auch Spaß. Also der Nordkap und Rumänien, das kann warten. Und im Winter geht es dann wieder für einige Monate nach Spanien. Was habe ich eigentlich unter dieser Plane? Wir schauen mal kurz rein. Eine AWO 425 Sport aus dem Baujahr 1957. Eine Sache schwebt mir dann trotzdem noch vor. Ich möchte mit dem Trabi zu einem Treffen nach Ungarn fahren. Zwar stecken diese Pläne noch in den Kinderschuhen, aber das wäre ja schon in 4 Wochen soweit. Und der Kleine möchte ja mal auf ganz große Reise gehen. Ich sage an dieser Stelle erstmal Ciao, bis zum nächsten Mal.